Wir freuen uns über jeden. Wir sind auf jeden Fall Montag und Mittwoch 2015 und Freitag 9.30 Uhr online. Dann gibt es auch noch Dienstag Kochen mit Copy and Taste und es gibt Sonntag Spaß mit Olli und ab und an gibt es noch andere Streams. Also auf jeden Fall auch gerne in den Streamplan gucken. Ist unten verlinkt und jetzt gehen wir rein. Super geil. Auch du hattest eine der kältesten Nächte hinter dir. Höllennacht, Alter. Ein Kind nur am Jammern und kein Mensch weiß warum. Das andere vulkanartige Scheißerei. Da ging gar nichts. Ein paar Sekunden später. Direkt in den Mund, damit das mein Körper nicht auf die Energie warten muss. Und ja. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon besser. Zwar immer noch nicht. Klick, klick, die klick. So, dann gucke ich mal ganz kurz. Was hier einstellen kriege, ist gar nicht anstrengend. Klick, 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 klick. Weißt du, was nicht anstrengend ist? Klick, klick, klick. The world is gaga, gaga. Oh Gott. The world is gaga, gaga. Bitte, bitte stop it. The world is gaga, gaga. Tien, hast du gut geschlafen? Nee, nicht so gut. Aufgeregt, wa? Und wie geht's dir? Was heißt die? Nee, nicht so gut. Als guter Deutscher sagt man da natürlich, muss ja. Schlechten Menschen geht's immer gut. Da sagt man, muss ja. Muss. Ja. Oh Gott, diese Furcht. Ich krieg ja jedes Mal mal einen Würgereiz, wenn jemand sowas sagt. Ja, ich würde auch sagen, wir schauen jetzt mal rein hier. Okay. Ja, Thomas entscheidet sich auch nochmal für 10 Dankeschön. Das ist ja so geil. Umso länger das geht, umso besser ist es. Sieht lustig aus, ne? Mhm. Als wenn du so eine Schildkröte häutest. Wie brutal! Und Santiago, das nächste Mal, wenn du ein Pimmelbild in Chat posten willst, lass wenigstens vorher einen Sub da. Dankeschön. Danke an die Mods. Ja, und mach bitte einen nicht so einen kleinen. Anne, schaust du zu? Ja, die hat gerade den Penis weggebannt. Echt nice, Alter. Das kann Anne besser als jeder andere, ne? Schokodreck für immer, du Arschloch. Ist das wieder so ein Berliner Ding, weißer Glühwein? Das ist einfach ein Rassistending. Ja, aber ja, genau. Nee, Olli ist jetzt auch im Sexurlaub. Jeder macht kurz vor Weihnachten Sexurlaub. Ist das Wodka oder Wasser? Das ist Wodka. Ja, ja, ja. So Influencer-Lifestyle brauchst du halt am frühen Morgen, ne? Es gibt ja inzwischen allein in Deutschland 25.000, 30.000 Windräder. Wenn man das weltweit sieht, also gibt es wahrscheinlich Hunderttausende von Windrädern und die nehmen natürlich auch die Energie aus dem Windraum. Das finde ich fast beeindruckend dumm. Das finde ich wirklich fast beeindruckend dumm. Okay, wem von euch wurde schon mal ein Fahrrad geklaut? Ich habe zum Glück erst dieses Jahr ein Fahrrad geklaut. Einer von beiden hat es verstanden. Ich habe sogar, mir wurde nicht nur ein komplettes Fahrrad geklaut. Fun Fact, dass ich mir zwei Wochen das später zurückgeklaut habe. Es war sehr lustig. Da stand nämlich eine Gruppe von Jugendlichen. Der eine sitzt auf meinem Fahrrad. Es waren so 20. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, so Digga, ich nehme mein Fahrrad jetzt wieder mit. Und dann hat er die Eier, mich anzugucken und zu sagen, ja, aber wie komme ich denn da nach Hause? Ja, gesagt, ist mir egal. Geh runter von meinem Fahrrad. Das ist schon sehr nice. Deine Frau braucht Liebe. Sie war tapfer und hat Leichen an den Hoden gepackt. Okay, das klingt nach sehr viel Spaß, Freunde. Ja. Strich. Ha. Strich. Okay, ich krieg den zweiten Strich nicht hin, weil mein Strich. Kopf so rund ist. Oh, verdammt. Es muss nach da gehen, es muss nach da gehen. Es ist so schwierig. Also bis auf, dass mein Blatt halt geknickt ist, bin ich fertig. Oh Gott. Oh so, Gott. Sieht ein bisschen bescheuert aus, ja, gebe ich zu, aber da steht jetzt halt Hallo. Nice, stark. Cool, ich habe aber jetzt die Schwierigkeit daran nicht gesehen. Außer, dass es kreblich ist, weil man sich selber auf die Stirn schreiben muss. Ja. Hä? Hä? Paul hat einen Schlaganfall. Was ist das, Paul? Das ist viel Knoblauch, Brody. Au. Das ist sehr viel Knoblauch. Mich verwirrt Handbrot. Ich habe Handbrot gehabt. Ich habe vorhin gelesen, das wird um die Hand gewickelt und ins Feuer gehalten. Ich weiß nicht, ob mich jemand getrollt hat. Digga, es kann ja legit sein, dass das so ist. Ja, genau. Das absolut, ja.
Schalala, schalala, Dynamo. Hallo Leute, herzlich willkommen heute Morgen hier bei Copy and Taste. Mein Name ist Oliver und ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Küche. Wie das Foto hier drauf kommt. Und eben, weil das kein Mensch auf der Welt erklären kann, weiß auch keiner, wie ich meine Stärke in diesen Löffel lege. Ja, ist alles Energie. Kannst du jetzt kaufen für 270 Euro. Der Augenschussreflex ist doch dafür da, dass dir die Augen nicht rausploppen, wenn du niesen musst, ne? Erzähl mir nicht, dass du das so gelernt hast. Nee, natürlich nicht. Aber was würde doch sonst passieren? Deswegen macht man doch beim Niesen die Augen zu. Also so davon gibt es unendlich viele Vortragsvideos auf YouTube. Ja. Die habe ich alle verschlungen, weil die basten halt so Verschwörungsmythen und sowas alles. Nice. Und nehmen die auseinander und sprechen auch über deren Herkunft und so. Und das ist derbe, derbe. Jemand hat Flo gehackt in der Sekunde. Oh no. Timing, Alter. Das darf nicht ihr Timing sein, Vater, Alter. So, Leister hat völlig recht. PS heißt ja auch Pferdeschwänze. Heute beenden wir die Pandemie. Denn während wir in Deutschland mit Lauterbach und Co. immer noch händeringend nach der Lösung suchen, ist man bei unseren Nachbarn in Österreich schon viel weiter. Da weiß man, wie man mit Corona umzugehen hat. Es braucht keine Impfung. Es braucht keine Konzepte. Es braucht nichts. Es braucht Gurus. Und heute lernen wir, wie wir in Zukunft sorgenfrei und ohne Corona leben. Zwei Sachen. Erstens, man kennt's ja, für Endlösung muss man immer nach Österreich gucken. Zweitens. Das ist wieder eine Typ, der mir vor unserem Büro begegnet ist, der mich komplett aus dem Leben genommen hat mit seinem Kompliment. Der mich einfach angesprochen hat mit: Voila, bist du dieser Newstuber? Woraufhin ich schon sagte, ja, ich glaube ja. Voila, Krise. Nee, und er dann im Vorbeigehen einfach mit so einer stylischen Handbewegung sich nochmal umdrehte mit dem Satz: Voila, ich küsse dein Herz, das Feuer, was du machst. Das ist schon ziemlich sweet, Alter. Fand ich geil. Also Mensch, der so redet, den kannst du auch nicht schlecht finden eigentlich, oder? Nee, fand ich einfach gut. Aber ich musste sehr lange drüber nachdenken, warum ich das so geil fand. Mein Problem ist, die Nummer der Zapfsäule, der Benzinpreis, das beides addiert, plus die getankte Menge in Euro und Liter. Die Liter müssen eine durch drei teilbare Zahl ergeben. Drehen und dann aus der Kapuze das Popcorn essen, so wie so ein Wackeldackel, und dann kannst du trotzdem weiterzocken. Wie kommst du umgedreht in den Pullover rein? Hey Digga, das habe ich bei Gut für die Welt gemacht. Das habe ich, musste ich sogar promoten, warum das okay, so die, gut die Beine ist. Durch die Arme dann, oder was? Nein, einfach andersrum, dass die Kapuze vor ach deinem so, ist. Ach so rum andersrum, ich bin die ganze Zeit so rum andersrum. Ich denke gerade so, legendär wie immer. Alter. Wirklich. Alter. Ich sag euch, dieser Kanal ist einfach ein Garant für gute Videos. Ja? Ja. Der ballert zwar nicht so häufig raus. Vielen Dank für dieses Kunstwerk. Ja. Fantastique. Freunde, Flo hat es am Anfang schon gesagt. Abo nicht vergessen. Daumen nach oben geben. Wir sehen uns live auf twitch.tv/Dr. Freud. Da könnt ihr direkt zuschauen. So sieht's aus. Macht's gut.